zusammen, wir werden heute zusammen meine Haare schneiden. Und zwar habe ich mir Tape-In-Extensions reingemacht. Das sind die Tape-In-Extensions von Luca Hair. Ich will sie komplett gerade schneiden. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal hinten einen Zopf machen. Ihr braucht dafür zwei Haargummis, eine Schere und eine Haarbürste. Einen sehr, sehr strengen Zopf, dass ihr eure Haare hinter eure Ohren nehmt. So, das, was ich anders machen werde als andere, ist, ich nehme mir einen zweiten Haargummi, setze den da drunter. So, dass ihr halt perfekt ziehen könnt. Dann ziehe ich den zweiten Zopf so weit runter, dass ich merke, meine Haare fallen raus. Ich hoffe, ihr könnt annähernd was erkennen. Und das ist das Stück, was ich jetzt abschneiden werde. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Schneide einfach hier ab. That's it. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe meine Haare so genommen und geguckt, wo das Ganze endet, in etwa, und da noch einmal komplett gerade. Abgeschnitten. Ich glaube, ich werde die Länge erstmal lassen und nachher vielleicht alles auf diese Länge schneiden. Aber an sich bin ich extremely zufrieden. Ich mag die Länge sehr, sehr gerne und freue mich, mit dieser Länge für euch Bilder machen zu können. Das war mein Haarschneide-Video. Ich werde mich jetzt gleich fertig machen, um für euch Videos zu drehen. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt an euren eigenen Haaren machen. Bei mir sind das ja auch Tape-In-Extensions. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich werde euch übrigens noch unten den Link reinsetzen, woher meine Tape-In-Extensions sind. Die sind, wie gesagt, von Luca her. Ich habe gesamt, ich meine, 4 Pakete reingemacht. Ich habe 5 zugeschickt bekommen. Ich habe 4 reingemacht. Und das ist für meine Verhältnisse echt wenig, weil ich sonst immer so viel wie möglich reinknalle. Aber ich wusste, dass ich meine Haare schneiden werde, deswegen ist das für mich eher wie so eine Verdichtung, weil ich wollte diesmal keine langen Haare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann.